Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Outlaws. Ja, wir sind ja mittlerweile bei den Pikes wieder im Ruf gesunken, deswegen sind wir gerade dabei, den wieder aufzubauen. Wir sollen für Gorak Tislak Shar finden. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das so ohne weiteres können. Und dann wollen wir doch mal. Den Datenblock können wir auch noch lesen. Was gibt's denn hier? Syndikatsdaten. Okay, ich habe gehört, du hast dir ein paar Freunde gemacht und ein paar Feinde. Das ist gut. Du heißt, du machst dir langsam einen Namen. Hier ist etwas, womit du die Pikes oder Crimson Dawn besänftigen kannst. Hochsensible Daten. Beide wollen sie. Also gib sie einfach einen ihrer Händler und der legt dann ein gutes Wort für dich ein. Triff deine Wahl, je nachdem, wer dir gerade nützlicher ist. Und wenn du noch mehr Syndikatsdaten findest, dann übergib sie nicht unbedingt sofort. Manchmal ist es besser, sie für schlechte Zeiten aufzuheben. Komm vorbei, wenn du einen Moment Zeit hast. Ich habe immer Aufträge für jemanden mit deinen Talenten. Danke. Oh, cool. Das ist natürlich interessant. Ist das jetzt hier dann Pike-Viertel oder ist es kein Pike-Viertel? Scheint ein normales Viertel zu sein. Also gut, komm nix. Es sollte nicht lange dauern, Tislak zu finden. Vielleicht weiß die Barkeeperin ja was. Wir können es versuchen. Wäre auch meine allererste Anhaltsstation, weil die Barkeeperin immer recht viel wissen. So, müssen wir wahrscheinlich den Datenstift benutzen. Können wir ja auch machen. Na dann lass mal hören. Na verdammt. Hat geklappt. Sehr schön. Oh, das könnte ein gutes Versteck vor einem Unterboss sein. Brauchen wir doch die Barkeeperin nicht? Ist hier was? Nee. Ah. Okay, auf nach unten. Dann bin ich mal gespannt, was Tislak zu sagen hat, wenn wir ihn finden. Nur, eine Ventilwartung. Ist das Crimson Dawn? Vorratslager. Da ist aber auch anscheinend Tislak. Nice. Schatz geborgen. Bring mir das mal nix. Feines nix. Gut gemacht, Kleiner. Wir können sogar speichern. Wollte ich doch mal vorschlagen, das machen wir auch. Nix. Da drüben. Datenblock lesen, der Pike-Informant. Unsere Strategie ist, den Pike-Informanten mit Samthandschuhen anzufassen. Schmeichle ihn. Die Wachen sind zu seinem Schutz da. Bringe ihn zum Reden. Wir wollen wissen, wer Goraks Geschäftspartner sind und wie seine Expansionspläne aussehen. Sobald du alles aus ihm rausgequetscht hast, kannst du mit ihm machen, was du möchtest. Hallo, Tislak. Tislak Shar. Ich habe ein kleines Holo gefunden, wie du mit Torden redest. Du hast vor, Gorak auszuschalten. Was? Wer bist du? Wie hast du mich gefunden? Ich bin ziemlich gut darin, Verräter aufzuspüren. Nein, du verstehst nicht. Er verdient die Macht der Pikes nicht. Er könnte das 2-3-fache an Profit einfahren, aber er hört nicht auf die Stimme der Vernunft. Er hört nicht auf die Stimme der Vernunft oder er zahlt einfach nicht für deine Besuche auf dem Casino-Kreuzer? Das waren Geschäftsreisen. Ah ja. Erzähl mir davon auf dem Weg zurück nach Mirogana. Warte! Was auch immer er dir zahlt, ich zahle das Doppelte. Crimson Dawn hat mehr als genug Kredits. Wir bringen Tislak zu Gorak. Ich ziehe den Auftrag durch, für den ich angeheuert wurde. Also, los geht's. Hilfe! Sie hat einen Blaster! Ja. Zum Glück ist das vorbei. Ich würde am liebsten gerne eine reinhauen. Los, mitkommen jetzt. Kommt der jetzt mit? Ah ne, wir müssen nochmal mit dem reden. Ruf nicht noch jemanden. Wir machen das ganz in Ruhe, ja? Ah, ja.
Weißt du, mein Plan bestand aus mehr als einem Casino-Besuch. Eine ganze Operation war geplant. Vom Sinken von Sabak-Partien bis hin zu... Ich kündige. Ich schicke diese Nachricht ans ganze Team, um euch allen zu sagen, dass ich kündige. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit und ich habe den Abteilungsleiter ausgenockt. Ist nicht mehr zu ändern. Ich nehme meine Bria Blasterpistole und gehe heute Abend. Bestimmt. Eine einmalige Kollegin von mir arbeitet auf Narsha da und ich habe mir bereits eine Stelle organisiert. Ich werde in einer Schmuggelbar wohnen, sprecht mit dem Barkeeper. Er ist ungeduldig und meckert ständig über Unruhestifter. Aber er wird euch zu mir führen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Na dann. Aber ich wette, dass wir nicht so ohne weiteres mit Hislak zur Bahnbrecher kommen, sondern wahrscheinlich treffen wir gleich noch auf jemanden. Oder? Möchten Sie Ihr Schiff aufrüsten? Wir können ja mal gucken, oder? Ich helfe gern. Yeah. Ich glaube, wir können wahrscheinlich ja noch nichts machen. Nee, können wir das Aussehen anpassen? Das ist eigentlich ganz schick. Und können wir hier was machen? Ja, nehmen wir das. Nichts für Sie dabei, was? Leider nicht. Wir haben leider nicht alle nötigen Material. Was ist er denn? Verpiesel dich. Also gut, mach's dir nicht allzu gemütlich. Ja. Werd ich nicht. Gut. Kann er bitte wieder gehen? Ist ja maximal seltsam, der Typ. Apropos, ich wollte mal gucken, können wir unseren Blaster noch irgendwie... Ah ja, tatsächlich. Verbessert die Genauigkeit des Blasters. Sehr schön, das machen wir doch. Glaube ich. Ach so, F. Das ist super. So. Plasma, Verbesserung installiert. Ja, okay. Ja, okay. Okay. So, dann wollen wir mal. Auf, zurück nach Mirugana. Zu Gorak. So, wo müssen wir hin? Nicht mehr. Ah ja. Einer weniger. Und da ist der letzte. Die machen uns keinen Ärger mehr. Ich hoffe, du bist bereit, Goma gegenüberzutreten. Na, weiß ich nicht, ob er das sein wird. Crimson Dawn ruft. Das ist wirklich scheiße, dass für alles der Ruf nach unten geht, ne? Aber das ist jetzt nicht ganz so stark nach unten gegangen. Immerhin. Ich glaube, wie gesagt, überall einen guten Ruf zu halten, könnte wirklich schwierig sein. Vor allem, weil die Syndikate halt wirklich gegeneinander spielen. Du musst das nicht tun! Du kannst dich immer noch anders entscheiden! Mach das mit Gorak aus! Ja. Na denn. Auch hier würde mich mal interessieren, wie manch andere sich jetzt entschieden haben. Ob sie den Auftrag durchgezogen haben oder ob sie weiter mit Crimson Dawn gegangen sind. Oder generell, wie manche sich entschieden haben. Das würde mich schon mal interessieren. Ich glaube, da werde ich mal in das ein oder andere Let's Play vielleicht mal reingucken, wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind.
Damit man einfach mal gucken kann, wie so die anderen über so manche Entscheidungen gedacht haben. Das mache ich eigentlich mal ganz gerne. Und ich sag mal, Auswahl gibt es ja glücklicherweise auch mehr als genug. Aber naja, so. Naja, dann. Dann wollen wir mal wieder zu Gorak, aber mit Tislak im Gepäck. Oder müssen wir das nicht? Ah, jetzt müssen wir mit Gorak sprechen. Alles klar. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Hallo. Das ist auch wieder Schiff, ne? Beehren Sie mich bald wieder. Ich würde gerne, wenn mal, bei meinem Blaster nachfragen. Nicht Blaster. Gleiter. Blaster. Ob man da was machen kann. Wir haben alle Gleiter-Upgrades. Ja, tatsächlich. Verbesserung bereit zur Dings. Können, glaube ich, beides machen, oder? Sieht gut aus. Dann machen wir beides. Lenkwinkel. Okay, alles klar. Und den Schadenswiderstand. Da sage ich doch auch nicht nein. Einwandfrei. Aussehen. Können wir den auch anpassen? Der sieht nämlich ein bisschen doof aus. Imperialer Anstrich. Nice. Schurken-Unterwanderer Anstrich. Ich glaube, ich bleibe bei meinem. Ich nehme mal den Imperialen. Mysteriöser Anhänger. Zockerwürfel. Ein Bahnbrecher, jawohl. Machen wir uns mal die Pike-Maske an. Eine so. Kluge Wahl. Jawohl. Schick sieht aus. Kann man nicht anders sagen. Besser als vorher auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch nicht schwer. Gut, nichtsdestotrotz 200 Meter auch zu Gorak. Mal sehen, was Gorak so zu sagen hat. Und ob unser Ruf wenigstens steigt. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder unbedingt bei Dings singt, bei Crimson Dawn, weil wenn das wirklich so ein stets und ständiges Auf und Ab ist, dann ist es ja quasi unmöglich, sich mit allen irgendwie gut zu stellen. Da muss man sich ja über kurz oder lang für ein bis vielleicht auch zwei Syndikate richtig mal entscheiden und das möchte ich eigentlich ungern machen, weil wie gesagt, ich kann es nicht oft genug erwähnen und will es eigentlich auch nicht oft genug erwähnen, aber gerne möchte ich mit allen halbwegs gut dastehen. Und von jedem Aufträge bekommen und halt vor allem auch, so, wir gucken hier vielleicht auf jeden Fall erstmal. Das ist Crimson Dawn und das sind die Pikes, ne? Hohes Risiko, du bekommst noch eine Chance. Schnellreise eingeschränkt. Nehmen wir auch mit. Können ja bis zu drei machen, aber wir heben mal eine auf. Jawohl, bis später, danke. So. Auf zu Gorak. Ich bin gespannt. Du bist zurück? Hast du mein Problem gelöst? Na klar, ich habe Tislak gefunden. Er ist auf meinem Schiff. Gut, ich lasse ihn abholen. Gute Arbeit, Kathas. Ich würde ja sagen, immer wieder gern, aber ja, scheint so. Kommling von Crimson Dawn und der Ruf ist nach oben gegangen. Und der Crimson Dawn ruft dafür wahnsinnig nach unten. Leckt mich doch am Arsch, also Entschuldigung, aber wir sind immer noch im Gut, aber immer noch im dürftigen Bereich. Aber das ist wirklich alles doof. Ich finde das sehr doof. Das ist beides für die Pikes, für Crimson Dawn, ne? Ich mit Wacker gewinne ein Spiel gegen die Wale. Das kann man ja auch mal machen. Wobei, ich glaube, das wird wahrscheinlich ja in der Spielhöhle sein. Aber wo?
Hier gehen wir wahrscheinlich weiter weg. Ihr kennt mich. Das ist vollkommen unnötig. Oder? Ja doch, muss in der Spielhöhle sein. Gut, dann gehen wir wieder rein und stehe ich ja auch da. Deswegen habe ich jetzt einfach mal geguckt. Aber ist ja nicht so. Wahrscheinlich hier hinter, oder? Und du bist? Kay Vess. Danke, hat mich eingeladen. Ach, wirklich? Na, meinetwegen. Sehr gut. Gegen die Wale, okay. Ich bin mal gespannt, was das ist. Was bedeuten denn all diese Symbole hier drauf? Wirklich? Danke, hat dich eingeladen? Ja. Ja, ich bin Kay Vess. Wollen wir spielen? Willkommen bei Kesselsabak. Kesselsabak ist eine in der ganzen Galaxis beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihr Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Okay. Wir können auch anscheinend schummeln. Na kommt, noch eine Runde. Ist das so eine Art wie Pokern oder wie muss ich mir das vorstellen? Regeln von Kesselsabak. Bei Kesselsabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein paar zu holen. Eine Sabak-Hand, um eine Runde zu gewinnen, musst du am... Um deine Hand zu verbessern und ein paar zu holen. Eine Sabak-Hand, um eine Runde zu gewinnen, musst du am Ende von 3 Zügen die beste Hand haben. Das Spiel und den Creditpot gewinnt die Person, die als letztes noch Chips im Depot hat. Hände bestehen aus 2 Karten, je einer aus jeder Familie Sand und Blut mit Werten von 1 bis 6. Der Kartenwert lässt sich am Kopf und am Symbol in der Mitte ablesen. Es gibt 3 Karten mit jedem Wert pro Familie. Deine Hand ist umso besser, je kleiner die Differenz zwischen deinen beiden Kartenwerten ist. Eine Sabak-Hand hat eine Differenz von 0, also ein Pärchen. Sabak-Hände sind umso stärker, je niedriger der Kartenwert beider Karten ist. Eine Sabak-Hand, die näher an 0 ist, schlägt die Sabak-Hand mit höheren Zahlen. Ach du Scheiße, ob ich das jemals begreifen werde. Beim Aufdecken nimmt der Sylop den Wert der anderen Handkarte an, so dass du ein Pärchen und eine Sabak-Hand erhältst. Es gibt ein Sylop pro Familie. Beim Aufdecken eines Hochstaplers nimmt dieser den Wert eines 2 geworfenen Würfels an. Es gibt 3 Hochstapler pro Familie. Kesselsabak wird mit 3 Kontrollkarten gespielt, die das Spiel modifizieren. Eine Kontrollkarte kann nur einmal im Spiel und zu Anfang deines Zuges gespielt werden, bevor du zielst oder hältst. Ein Sylop- oder Hochstaplerkarte ist gleich stark wie eine normale Sabak-Hand mit demselben Wert. Ein Sylop-Paar wird reiner Sabak genannt und ist die beste Hand im Spiel. So, Kontrollkarten. Du kannst dein Kontrollkartendeck vergrößern, indem du neue Karten in der Welt findest und sie an bestimmten Tischen gewinnst oder sie auf den Untergrundmarkt kaufst. So ziehen. Um eine Karte zu ziehen, musst du einen Chip investieren. Halten, also ein Zug zu passen, ist gratis. So sparst du Chips, wenn deine Hand gut genug ist. Du kannst die oberste Karte jedes Stapels auf den Tisch ziehen, inklusive der Abwurfstapel. Wenn du eine Sand- oder Blutkarte ziehst, musst du eine Karte aus derselben Familie abwerfen, sodass du immer genau eine Karte aus jeder Familie auf der Hand hast. Aufdecken. Jede Runde besteht aus 3 Zügen, sodass du 3 Gelegenheiten hast, deine Hand zu verbessern. Nachdem alle Spieler 3-mal dran waren, werden alle Hände aufgedeckt. Wenn im gleichen Zug werden ebenfalls sofort alle Hände aufgedeckt. Du gewinnst die Runde, wenn du die beste Hand am Tisch hast. Bei Gleichstand können mehrere Spieler gewinnen. Hat niemand eine Sabak-Hand, gewinnt der Spieler mit dem geringsten Handwert, also der kleinsten Differenz zwischen den Kartenwerten und den kleinsten Karten. Der Rundensieger nimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Wer keine Sabak-Hand hat, muss die Differ
Renz seiner Karten werde an Steuern zahlen. Wer mit einer Sabakan verliert, zahlt ein Chip Steuern. Alle als Steuer gezahlten Chips werden aus dem Spiel entfernt. Wenn du am Ende der Aufdeckphase keine Chips mehr im Depot hast, musst du aus dem Spiel aussteigen. Du gewinnst das Spiel, wenn du der letzte Spieler bist, der noch Chips im Depot hat. Wenn du dran bist, kannst du Nick schicken, um sich die Karten deines Gegners anzuschauen. Wenn dieser Betrug fehlschlägt, steigt das Misstrauen deiner Gegner. Sperre. Steigt das Misstrauen deiner Gegner, bis du schließlich erwischt und aus dem Spiel geworfen wirst. Bis sich alle wieder beruhigt haben, bleibst du für diesen Tisch gesperrt. Naja dann. Ziel. Bei Kessel Sabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein Paar zu holen. Eine Sabakant. Um eine Runde zu gewinnen, brauchst du ein Paar. Eine Sabakant, die möglichst nah bei Null liegt. Der letzte Spieler mit Chips gewinnt das Spiel und den Credit Pot. Wir haben also zwei Dreien, ne? Wir halten. Weil das ist ja dann Null, oder? Ninolia. Ich will ziehen. Ich ziehe. Ich würde jetzt einfach spontan halten, weil... Bessere deine Hand, indem du ziehst, oder halt deine Karten, wenn ich zufrieden bin. Ist ja 0, ne? Oder ist das eine 2 und eine 3? Nee, ist eine 2 und eine 3, ne? Ich ziehe einfach mal ein. Jawohl. Jetzt sind wir bei 0. Sabak. Du hast jetzt eine Sabakant. Zwei Karten unterschiedlicher Familien mit dem gleichen Wert. Die Sabakant, die näher an der Null ist, schlägt eine Sabakant mit höheren Zahlen. Okay, dann wir bleiben einfach dabei. Ich passe. Ich werde ziehen. Kann ich Nix einfach mal auf sie schicken? Ich darf nicht, ne? Ich darf jetzt nicht sagen. Schnell einen Bonus an. Wir halten. Ja, halte. Ich halte. Ich ziehe. Ja. Das hätte ich nicht machen sollen. Ergebnis erste Runde. Sabak. Das ist ein Sabak. Ah. Chips Strafzahlung. Der Rundensieger nimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Wer keine Sabakant, muss die Differenz seiner Kartenwerte an Steuern zahlen. Wer mit einer Sabakant verliert, zahlt ein Chip Steuern. Alle als Steuer gezahlten Chips werden aus dem Spiel entfernt. Mein Glückstag. Okay. Der erste ist schon raus. Gut, aber wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause. Denn sonst war die Folge zu lang. In dieser Hinsicht bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Let's Play Star Wars Outlaws ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao!